Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird das nie mehr feuern. Platzier die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Hab das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürme, die stören. Er fällt aus. Hast du meinen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen können? Ich glaube, sie sehen uns. Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Okay, ich würde ja gerne sagen, die Stadt steht hinter dir. Doch solange das Grabschiff noch angriffstüchtig ist, ist es ein zu hohes Risiko, Verstärkung zu schicken. Such da drin, was die Waffe speist. Ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Vielleicht ist es eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Die Brücke auf die andere Seite ist gerade verschwunden. Eine Sekunde, ich frage Aeris. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber. Was auch immer das sein soll. Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Wie wär's, wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an? Glück mit der Waffe gehabt? Wir haben nur die Oberfläche des Grabschiffes angekratzt. Die Schar begrenzt die essentiellen Vorgänge auf das Zentrum ihrer Architektur. Du wirst dir schon die Hände schmutzig machen müssen. Thank you.
Diese Energie treibt die Waffe an. Kate, was machen wir jetzt? Okay, einen Augenblick. Aris faselt etwas von den nekrotischen... Ach, schieß einfach drauf. Ah, ein Schild ist aktiviert. Ich schalte ihn für dich ab. Der Kanal ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Finde sie. Das Schiff wird das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. Noch ein Kanal zerstört. Weiter geht's. Thank you.
Schiffe ist zerstört. Kate, wohin geht's als nächstes? Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. In deiner Nähe ist ein riesiger Höhleneinbruch. Besser geht's nicht. Ein Kabalschiff in Himmelsbrennerfarben. Muss von Phobos gekommen sein. Kabale? Um die kümmern wir uns später. Sichere die Teleportzone. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast einen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Bekomme ich die Autorisierung? Wir sprechen später darüber, Hüter. Kümmere dich um den Panzer oder die Teleportzone spielt auch keine Rolle mehr. Bringe dir ein paar Kisten mit Munition. Die wirst du brauchen.
Kate unterrichtete uns gerade über deine unorthodoxe Mission. Dein Sieg, egal mit welcher Methode, ist ein Vorhutsieg. Dir gebührt unser Dank. Jeder liebt eine schlechte Idee, wenn sie funktioniert. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, Hüter, mir steht eine unangenehme Unterhaltung mit Eris über ihr Schiff bevor.